Oh mein Gott, so realistisch wird die Fahrphysik von GTA 6 werden. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr durftet nämlich abstimmen, welche GTA 6 Videos kommen sollen. Und heute schauen wir uns einmal die Fahrphysik und vor allem die Crashphysik von GTA 6 an. Ich habe einiges vorbereitet, deshalb solltest du dieses Video auch bis zum Ende anschauen. Da wir uns heute vergleichbare Games anschauen und ich werde euch sogar ein Leak zeigen von der Fahrphysik. Und lasst mir auch gerne ein kostenloses Like auf diesem Video, dafür den Algorithmus. Und um nichts mehr rund um GTA 6 zu verpassen, Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video von heute. Ja Leute, ich glaube bisher gab es keinen GTA-Teil, wo die Crash-Physik richtig herausgestochen hat, bis GTA 4. Das war nämlich auch die beste Crash-Physik und Fahrphysik, die wir jemals in einem GTA-Teil hatten. Denn wenn wir uns einmal die Fahrphysik von zum Beispiel GTA 3 anschauen und danach die Fahrphysik von GTA 4, dann ist es schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Doch nicht alle fanden die Fahrphysik von GTA 4 gut, denn die andere Seite hat gesagt, dass es viel zu realistisch ist. Und in einem gewissen Punkt kann ich das sogar verstehen, denn wenn wir uns einmal zum Beispiel dieses Video anschauen, dann sehen wir, dass bei dem Aufprall das Auto direkt anfängt zu rauchen und das andere brennt sogar. Und das war eben für manche zu viel des Guten, weil man muss bedenken, das ist ja nicht die Realität, sondern das ist ein Spiel. Und da wollten halt die meisten nicht, dass das Auto direkt anfängt zu brennen oder dass zum Beispiel direkt ein Rad abfällt. Und dann gab es eben eine Hälfte, die die Fahrphysik von GTA 4 geliebt und eine andere Hälfte, die sie gehasst hat. Und dann wollte es Rockstar Games halt beiden Seiten recht machen und so entstand die Fahrphysik von GTA 5. Es war also eine sehr gute Mischung aus ein bisschen Realität, aber nicht so viel und das gefiel auch den meisten, denn man konnte nun endlich mit ein paar km/h mehr durch die Kurve fahren, ohne sich zu überschlagen. Und außerdem musste man nicht nach jedem Crash das Auto wechseln. Und trotz, dass das Game jetzt glaube ich schon um die 11 Jahre alt ist, lässt sich die Fahrphysik definitiv sehen. Und bis zum Release von GTA 6 sind es ja dann schon 12 Jahre. Und dazwischen hat sich bei Rockstar Games einiges getan. In meinem vorletzten Video haben wir schon über die Engine geredet, die Rockstar Games ja extra für GTA 6 gekauft hat. Denn Rockstar Games konstruiert ja ihre Games so, dass sie sich auch für 10 Jahre gut verkaufen lassen. Und dann ist ja klar, dass sie immer mit den aktuellsten Sachen arbeiten. Und wir haben ja sogar schon offizielle Gameplay-Videos von Rockstar Games zu der Fahrphysik erhalten. Oder was heißt Videos? Ich meine hierbei lediglich den ersten Trailer. Doch wenn wir uns zum Beispiel einmal diese Szene anschauen, wo das Auto driftet, dann sieht man schon mal sehr vielversprechende Sachen. Man sieht hier zum Beispiel, wie die ganzen Blätter hochfliegen oder wie sich der Reifendruck verändert. Das Ganze könnte aber auch nur eine Zwischensequenz sein und muss kein Gameplay sein. Aber vielleicht sehen wir ja im zweiten Trailer mehr dazu. Und ich habe euch ja von einer neuen Engine erzählt, die Rockstar Games extra für GTA 6 erstellt hat. Diese ist nämlich vergleichbar mit einer anderen Engine und diese nennt sich Unreal Engine 5. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich diese Engine anspreche, daran kann man nämlich schon ungefähr einschätzen, wie die Fahrphysik in GTA 6 jetzt werden wird. Ich habe euch hier nämlich mal ein paar Videos vorbereitet von der Unreal Engine 5 und daran kann man sehr gut sehen, wie realistisch die Fahrphysik und vor allem die Crashphysik ist. Wie zum Beispiel in diesem Clip, wo sich das Auto überschlägt und ja Leute, ich muss sagen, das finde ich schon ziemlich cool. Denn es kam mir auch vor, dass wieder sehr viele negative Kommentare zu GTA 5 gekommen sind, was die Fahrphysik betrifft. Weil wenn ich mir jetzt einmal diese Fahrphysik anschaue, dann habe ich schon wieder ein bisschen Angst, dass Rockstar Games das Game wieder zu realistisch macht. Weil es macht ja wie gesagt auch keinen Spaß, wenn man nach jedem Crash das Auto wieder wechseln muss. Oder dass man Angst haben muss, dass man bei jeder Kurve aus der Kurve fällt, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Aber ich glaube, Rockstar Games findet wieder eine gute Mitte zwischen Realismus und ein bisschen Spielerlebnis. Weil so viel Vertrauen habe ich noch in Rockstar Games, weil sie haben uns ja schließlich noch nie mit einem GTA-Teil enttäuscht. Sie brauchen ja mittlerweile für GTA 6 schon 12 Jahre und dann habe ich schon ziemlich große Erwartungen. Aber Rockstar Games macht das ja auch nicht erst seit gestern und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sie uns etwas sehr Schönes liefern werden mit GTA 6. Aber du kannst mir jetzt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was du dir von GTA 6 erhoffst und auf was du dich am meisten freust. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und vergesst nicht ein Like auf diesem Video dazu lassen. Es kostet euch nichts und es wird mich mega unterstützen. Und ein Abo kostet euch auch nichts und ihr werdet nichts mehr rund um GTA 6 verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.